Hallo Leute, hier haben wir wieder ein Unboxing heute. Ich habe wieder eine Box bestellt, die packe ich jetzt aus. Es ist eine etwas ältere. Die ist von 2018, Jesus, Wolke 7. Mal gucken, was wir hier alles drin haben. Ich weiß es ja schon, ich habe ja vorweg gegoogelt. Zack, zack. Das ist hier die schöne Box, schönes Cover, schön gemacht hier. Da hat er auch mal so eine Wand besprüht, deswegen hat er das hier auch drauf gemacht. Super. Hinten steht Boxeninhalt drin, aber den werde ich euch jetzt vorstellen. Erstmal vorweg hier diese drei Aufkleber. Schön gemacht. Auch wieder 187 von seiner Gang. Dann hier das Poster. Schönes Poster, diesmal aber nur einseitig. Jack Daniels, typisch. Alle Rapper immer Jack Daniels Cola. Check hier, ne? Schön. Schönes Poster. So, dann haben wir hier einmal die CD, das Hauptprodukt. Da. Gruselig. Mal gucken, was das Inlay so zu bieten hat. Ohne Fingernägel schafft man gar nichts. Ohne Fingernägel hast du verloren. Hier sind nur die Lieder erklärt. Hier steht aber auch, wer die Lieder mitgeschrieben hat. Da steht sogar Raf Camora mit dabei. Wir haben hier ein Featuring, Lied 5, Featuring LX. Dann haben wir hier bei 10... Featuring Bones MC. Dann haben wir bei Lied 13 Featuring Tretmann. Und bei Lied 4 haben wir noch Featuring Bones MC, Maxwell und Uposki. Kenne ich nicht. Kenne ich ja gar nicht. Hier stehen die Credits noch drauf mit dem Bild. Also 13 schöne Lieder. Dann haben wir hier das ganze Album nochmal instrumental. Dann haben wir hier die Wolke 7 DVD, exklusives Interview und ungezeigte 10. Auch nicht schlecht so. Jesus 187 Straßenbande. So, und jetzt kommt die leichte Verwirrung. Er hier mit weißer Sturmhaube. Und was haben wir hier? Eine bunte Sturmhaube. Schwarz-weiß, aber nicht nur weiß, sondern Brille ab. Ah. Darf ich Sie denn mal zur Kasse bitten? Darf ich, oh, mit Maske, mit Mütze, wie sieht das aus? Gut. Und wir haben sogar noch ein T-Shirt. Welche Größe hatte ich bestellt? XL, naja. Or not chic. So, das war es dann eigentlich schon. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken.
Lasst ein Like da. Vielleicht habt ihr die Chance, wer jetzt Bock auf die Box gekriegt hat, sie irgendwo noch zu ergattern. Der Heimtipp ist dann nochmal bei eBay. Da kann man dann auch nochmal zumindest die Boxen gebraucht bestellen. Und lasst ein Like da. Danke, bis zum nächsten Unboxing. Kommt garantiert.